herzlich willkommen zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. Und in der heutigen Episode möchte ich euch meine Lieblingssprossenart vorstellen, die ich täglich verzehre, und zwar den Buchweizen. Der Buchweizen wird auch Heidenkorn genannt und dabei handelt es sich um eine Pflanze der Gattung der Knitterichgewächse, das heißt, es ist eine Art Pseudogetreide und da ist er auch glutenfrei bzw. lektinfrei und diese Stoffe verkleben zum Beispiel den Darm und dabei handelt es sich einfach um, ja, sozusagen um Schutzmechanismen der Pflanze und diese werden halt ja, als Toxine von unserem Körper aufgenommen. Ursprünglich stammt der Buchweizen aus Asien. Dort wurde er zum Beispiel in China vor ca. 8000 Jahren angebaut und vor ca. 3500 Jahren gibt es auch Nachweise, dass er dort in Japan angebaut wurde und heute ist er auch das Hauptanbaugebiet in Russland bzw. auch in China und im 13. Jahrhundert haben auch die Mongolen während ihrer Feldzüge den Buchweizen nach Mitteleuropa gebracht und dort wird er auch vereinzelt angebaut, zum Beispiel in Deutschland im Rheinland. Der Vorteil von der Sprossenform des Buchweizens ist, dass die Vitamine und die Mineralstoffe viel bioverfügbarer sind und dem Körper leichter zugänglicher sind. Die Sprossen haben viele verschiedene B-Vitamine, haben auch Vitamin E sowie viele verschiedene Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium, welches aufgrund des Anreichens des Chlorophylls angesammelt wird. Es enthält Eisen, Zink, Phosphor und Mangan zum Beispiel. Mangan ist halt wichtig für die Herstellung der verschiedenen Sexualhormone, wie zum Beispiel Testosteron und Östrogen, sowie unsere Schilddrüsenhormone, die auch für die Blutgerinnung mit. Buchweizen enthält natürlich alle essentiellen Aminosäuren, vor allem Lysin, welches für das Knochenwachstum Gutes bzw. auch das Knochenwachstum anregt, sowie die Zellteilung auch mit anregt. Natürlich enthält Buchweizen auch viele verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe und Enzyme, zum Beispiel Rutin, welches ein Flavonoid ist und ein starkes Antioxidant ist. Es ist ein Farbstoff, der die Pflanze vor der Sonneneinstrahlung schützt. Also vor der UV-Strahlung schützt und Rutin ist zum Beispiel ein sekundärer Pflanzenstoff, der die Haltbarkeit bzw. die Wertigkeit von Vitamin C verlängert bzw. schützt. Das heißt, es stabilisiert Vitamin C, sodass es zum Beispiel in der Luft nicht einfach oxidiert. Zudem tut auch Rutin die Kapillardurchblutung verbessern, sodass sich halt hier kein Stau zwischen den Zellgeweben entsteht und dadurch zum Beispiel Krampfadern entstehen. Zudem enthält Buchweizen das Coenzym CoC und das heißt halt in allen Körperzellen vorhanden, zum Beispiel in Muskel- und Nervenzellen und dieses Coenzym Q10 ist halt ein wesentlicher Bestandteil, damit unsere Zellen ihre Zellatmung durchführen können bzw. in den Mitochondrien wirklich die ATP-Synthese durchführen können und so Energie für unseren Körper bereitstellen können. Also ohne Coenzym Q10 ist unser Körper nicht in der Lage, richtig für die Energieversorgung zu sorgen und einfach Energie für unseren Körper bereitzustellen. Zudem enthält Buchweizen Lecithin, das ist ein Phospholipid, welches ein Hauptbestandteil der Doppellipidschicht ist und eine Hauptaufgabe ist es überhaupt, Fette in Wasser zu lösen, damit sie halt überhaupt in unserem Blutkreislauf transportfähig gemacht werden können. Außerdem ist diese Substanz ein wesentlicher Bestandteil unserer Leberzellen, die auch wesentlich sind für unsere Entgiftung unseres Körpers und natürlich auch für die Versorgung, wie ich einmal in meinem Video über die Leber erzählt habe. Also diese
ja, letztlich ist er wirklich wesentlicher Bestandteil für unsere Stoffwechsel, damit die Zellen es überhaupt durchführen können. Zudem ist auch dieses Phospholipid wesentlicher Bestandteil der Zellmembranen sowie auch für die Nervenzellen wesentlicher Bestandteil, die überwiegend in unserem Gehirn vorkommen. Zudem ist Lecithin dafür verantwortlich, dass der Neurotransmitter Acetylcholin überhaupt hergestellt wird, und es fördert natürlich nochmal zusätzlich unsere Konzentration und unsere Gedächtnisleistung. Und dieses Phospholipid ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Myelinscheide, und die schützt nochmal unsere Neuronen zusätzlich. Und die Myelinscheide ist halt auch wieder wesentlicher Bestandteil der Gliazellen in unserem zentralen Nervensystem oder der Schwammzellen in unserem peripheren Nervensystem. Also das heißt, wenn man Buchweizen konsumiert, dann kann man halt hier nochmal zusätzlich seine Hirnleistung bzw. Denkleistung nochmal zusätzlich steigern, und ja, werden nicht sparsam lernen, sage ich mal. Man kann auch mit Buchweizen seinen Blutzuckerspiegel regulieren mit dem Stoff Chiroisosystol. Also das heißt, dass Buchweizen auch ein super Lebensmittel ist für Diabetiker des Typs 2 zum Beispiel. Allerdings muss man auch aufpassen, welchen Buchweizen man verwendet. Es gibt auch einen entsprechenden Fraßschutz, das sind die Phagopyrine. Das ist ein roter Farbstoff in der Randschicht des Korns. Das ist so ein eine rote Substanz bzw. roter Farbstoff, und dieser wirkt halt phototoxisch. Das heißt, die Haut wird empfindlicher gegenüber die UV-Strahlungen der Sonne, und man kann halt hier zum Beispiel gerötete Haut oder Juckreize bekommen, wenn man halt jetzt zu viel Phagopyrine zu sich nimmt. Die werden halt sind halt in geschälten Buchweizen nicht vorhanden, weil, wie gesagt, die befinden sich in der Randschichten, aber wenn der Buchweizen ja schon anfängt, grüne Blätter zu bilden, dann fängt er auch an, Phagopyrine zu bilden, ist, wie gesagt, ein Fraßschutz der Pflanze, und da muss man halt aufpassen, dass man nicht zu viel von diesem Toxin zu sich nimmt. Dann komme ich zur Keimung. Also wie gesagt, Buchweizen ist ein Lichtkeimer. Das heißt, wenn ihr anfängt, Buchweizen zu keimen, dann solltet ihr schon schauen, dass es halt nicht direkt in der Sonne jetzt steht, aber zum Beispiel an der Fensterbank steht und ein bisschen mehr Licht abbekommt. Zum Vorgang allgemein: Buchweizen muss in der Regel nur ca. 1-2 Stunden eingeweicht werden. Danach kann man ihn schon abtropfen lassen. Ich tue meinen Buchweizen in der Regel 1-2 Mal am Tag spülen, im Sommer auch 3 Mal, weil er halt Buchweizen recht viel schleimt. Das ist halt die Stärke, die halt abgebaut wird, und das ist halt wirklich wichtig, regelmäßig durchzuspülen, weil wenn man das nicht macht, dann setzt sich halt dieser Schleim an den Buchweizen ab, und dann wächst er halt nicht mehr, fängt an zu schimmeln und er schmeckt auch nicht. Das habe ich auch schon probiert. Also ich habe mal so schleimigen Buchweizen probiert und der schmeckt halt wirklich nicht. Und ich tue in der Regel meinen Buchweizen 2-3 Tage lang keimen, je nachdem wie er dann fertig ist, und dann schmeckt er eigentlich für mich recht gut und nussig. Und ein Tipp, was ich einem auch noch geben kann, beziehungsweise was ich letztens gemacht habe, ist, ich habe meinen Buchweizen entsaftet. Wenn ihr mal eine gute Creme haben wollt oder eine Glasur, dann empfiehlt es sich mal, Buchweizen zu entsaften. Da kommt so eine dickflüssige Substanz, sage ich mal, raus. Und für alle, die mal Arnold Ehret gelesen haben mit der schleimfreien Kost, jetzt weiß ich, warum Buchweizen zu den schleimhaltigen Lebensmitteln gehört. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch wieder inspirieren, euer eigener Selbstversorger zu werden. Ich habe jetzt euch meine Lieblingssprosse vorgestellt. Mit der fahre ich momentan sehr gut. Sie schmeckt mir und sie ist auch gut für den Muskelaufbau. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin. Ciao.
Ja.